Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Mein Name ist Ogrutz und das hier ist XCOM 2. Ja, wir sind hier wieder auf der Avenger. Ich habe den langen Ladescreen diesmal vernachlässigt. Und wie versprochen werde ich euch kurz die Info geben, worum es im neuen DLC geht. Das DLC heißt Shen's Last Gift oder Shen's letztes Geschenk. Und es beschert uns eine zusätzliche Storyline-Mission, in der wir mit der kleinen Shen, also mit der Tochter, eine Sondermission bestreiten, die uns dann als Belohnung, wenn wir es denn schaffen, eine sechste Klasse, eine Heldenklasse gibt, und zwar eine Robotereinheit, die aber ähnlich wie unsere eigenen Jungs auch mit Erfahrung levelt und neue Skills bekommt, nur halt eben den Vorteil hat, dass sie nicht menschlich ist, das heißt von Psycho-Sachen nicht betroffen wird und repariert wird, anstatt zu heilen. Ja, das werden wir uns wahrscheinlich irgendwann mal angucken. Ob ich jetzt, wie gesagt, für eine Mission und eine zusätzliche Heldenklasse das komplette Spiel nochmal durchspielen werde, wie gesagt, also jetzt durchcasten werde, damit ihr das alles jetzt noch ein drittes Mal sehen müsst, weiß ich, wie gesagt, nicht, denn selbst mit, wenn man beide DLCs zusammenzählt, wird es wahrscheinlich auf ein Dutzend Missionen rauslaufen, die sich an dem ganzen Spiel ändern. Und in Anbetracht dessen, dass es im Schnitt immer so um die 60 Teile sind, bis man das Spiel durchgespielt hat, wenn davon nur 10 oder 12 neu sind und ich das euch schon mal als Commander und als Legendary Iron Man durchgezeigt habe, werden die Neuerungen wahrscheinlich absehbar sein. Das heißt, ich werde einfach in Zukunft die entsprechenden Missionen versuchen als Specials rauszuhauen und dann vielleicht noch eine Sonderreihe starten, wo ich euch zeige, wie man die entsprechenden Steam-Erfolge macht. Einen habe ich euch ja im Commander-Let's Play schon mal gezeigt. Und ja, das war die Türklingel. Ich bin gleich wieder bei euch. So, da bin ich wieder. Eindringling abgewimmelt. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich werde euch, wie gesagt, versuchen zu erklären, wie man die Erfolge kriegt. Manche von den Erfolgen bekommt man ja ganz von alleine, indem man bestimmte Schwierigkeitsstufen durchspielt oder indem man bestimmte Daten oder Eckdaten erfüllt. Aber ein paar von denen muss man halt auch selber machen und da werde ich dann ein bisschen näher drauf eingehen, einfach um nochmal ein bisschen Fez reinzubringen. So, an der Stelle jetzt stehen wir hier, wo wir stehen und haben unseren Bonusbeutezug, den wir jetzt bestreiten wollen. Der ist hier unten und wir überlegen gerade, ob der wohl noch 3 Tage bleibt, damit wir hier unsere Vorräte grapschen können, aber das Risiko wollen wir natürlich nicht eingehen. 13 Gegner zeigt er uns an, da ist ein Kodex dabei, das ist schon mal nicht schlecht. Er zeigt uns Elite-Schildträger, Elite-Offizier, Elite-Lanzenträger, Torwächter, Archon, schwerer Mech und Andromedon. Das heißt, 1, 2, 3 Einheiten, die Mech sind. Bei Archon bin ich mir gerade nicht sicher, aber ich glaube, der ist auch Mech-Hybrid. Also auf jeden Fall wieder ein Einsatz für unsere Bluescreen-Geschosse potenziell. Codex ist ja auch einer, aber den müssten wir eventuell ja mit dem, ne, mit dem Schädelauswerter behaken. So, 13 Gegner wären's, plus eventuell noch einmal Nachschub und eventuell auch wieder 1 bis 2 Türme. Also rechnen wir mal mit 13 bis 18 und klicken hier mal auf Einsatz starten. Wir haben im Hinterkopf, dass in wenigen Tagen ein Vergeltungsschlag folgen wird. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir uns jetzt nicht allzu sehr auspowern. Nehmen wir Takeshi nochmal mit. Ich bin mir gerade nicht sicher. Titan ist noch immer kein Colonel, das heißt, sie muss auf jeden Fall mit. Xerexes ist, glaube ich, nee, ist noch nicht wieder gesund, das heißt, Tutab hat noch eine Chance verdient. Frechdachs sowieso. Einen Psi oder ein Nepsi werden wir auch brauchen. Standhalten, erforschen jetzt beide, nur mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten, dann nehmen wir Dini mit. Und dann stellt sich die Frage, ob das jetzt schon unser Dream Team ist für diese Mission. Oder ob wir da vielleicht doch lieber Jin wieder mitnehmen.
Wir sagen auf jeden Fall mal Ausrüstungsgegenstände freigeben und Rüstung freigeben. Dann packen wir Dini wieder in den War-Anzug. Und geben ihr wieder den Plasma-Blaster. Und zusätzlich dazu ein Imitationsgerät. So, Jin bekommt Krallengeschosse. Für den Bonus-Crit. Und er hat immer noch keine PKS. Schade. Jetzt haben wir die Mobility an Kuku vergeben. So, Frechdachs nimmt sich die übliche Kombination. Frage, die sich jetzt stellt, ist, ob wir einen dritten War-Anzug nehmen. Ich glaube, die Antwort an der Stelle in der Kombination auch ist nein. Wird uns aber sicherlich irgendwann nochmal zu Pass kommen. Wir könnten natürlich hier ihn jetzt mit einem War-Anzug ausstatten. Wobei ich halt nicht weiß, ob diese Rakete dann genauso... Können ja ganz kurz mal gucken. Bei Ausrüstung haben wir jetzt hier die Plasmagranate. Da steht 4 bis 5 Schaden, das heißt, da ist sein Bonusschaden noch nicht eingerechnet. Wenn wir das so machen würden... Testen wir einfach mal, ob das einen Unterschied macht. Ob sein Bonus hier mit explosive Mischung reinspielt oder nicht. Ich glaube leider, dass nein. Aber so sicher bin ich mir jetzt halt auch nicht. Und dann starten wir mal den Einsatz. Was es uns natürlich auf jeden Fall bringt, ist Bonus Leben. Einsatz starten. Widerstandstruppen haben einen Adventzug in der Nähe schwer getroffen und er sitzt noch immer fest. Es sollte jede Menge wertvolle Technologie an Bord sein. Also gehen wir rein und schalten alle Feinde vor Ort aus. Sichern Sie jegliche Fracht, die Sie finden können. Okay, klingt gut. Jegliche Beute. So, da landen wir. Oh, cooler Tunnel. So, wir gucken in die Richtung, das heißt, unsere Gegner werden da auch sein. Menes 1-5, Koordinaten des Adventzugs sind eingegeben. Ausrücken zum Sichern, alle Feinde ausschalten. So, die Leiter ist da drüben. Dann gehen wir erstmal auf Acid. Ich darf jetzt hier mal um die Ecke gucken. Und sieht da noch nichts. Da wir kein Zeitlimit haben, hetzen wir jetzt hier auch nicht utopisch. Sondern bewegen uns erstmal mit allen so ein bisschen was nach vorne. Titan guckt da mal um die andere Ecke. Sieht auch nichts. So, dann traut GG sich mal nach da oben, um ein bisschen weiteren Überblick zu haben. Hier sind mehrere Feinde. Okay, da haben wir den Codex und einen
Commander, dieser Kodex bietet uns die ideale Gelegenheit zum Infiltrieren des Advent-Netzwerks. Wir müssen ja, ja schön. Den Schädelstecker angreifen, um den Prozess zu initiieren. So, wir werden dann jetzt erstmal in Feuerschutz verfallen. Wobei, die Frage ist, ob Anna hier noch ein bisschen näher an den Kodex ran will. Für den Fall, dass er hinter uns portet, wenn er gepult wird, bringen wir Anna mal in eine etwas bessere Position. Und Dini bringen wir da auf die Ecke. So, dann schauen wir mal, was da passiert. Das ist eine Putt. Die kommen uns hier recht nah. Prozent auf den Kodex und er wäre definitiv tot. Blitzschnelle Hände wäre wahrscheinlich kein Tod. Bin mir gerade nicht so sicher, ob ich das machen sollte. Oder ob wir einfach generell dahin rennen. Ich glaube, wir haben genügend defensive Mechanismen. Was ist jetzt passiert? Habe ich es jetzt gemacht einfach? Scheinbar. Okay. Das war jetzt nicht ganz das Gewünschte, aber... Gut, probieren wir es. Nein, Anna! Was hackst du da schon wieder für eine Kacke? 74% Mensch. Egal, wir haben den Zugriff. Und da erscheint ein Gruselmonster. Commander, wir sehen hier etwas völlig Neues. Eine Alien-Spezies, die bislang der Gefangennahme oder Beobachtung durch Widerstandstruppen entgehen konnte. Ich rate dringend zu vorsichtigem Vorgehen. Ja, vorsichtig ist relativ, ne? Wir müssen auf jeden Fall ein bisschen Damage draufkriegen auf das Biest. Das sollte auf jeden Fall die oberste Prio haben. Deswegen setzen wir hier, glaube ich, direkt mal den Schreddersturm ein für sicheren Schaden und Rüstungszerreißerei. Wobei Jin natürlich im Nahkampf einiges mehr an Schaden machen könnte. Seelenfeuer ist sicherer Schaden, dann machen wir lieber das. Dein Körper wird schwächer. So, 6 Schaden. Daraufhin verpisst er sich erstmal wieder woanders hin. Sturm und Schuss. Wir kommen ran. Mit Sturm und Schuss. Wir müssen jetzt nur gucken, wer hat unser drittes Imitationsgerät. Das ist hier sie. Blitzschnelle Hände. 79%. Das ist nicht viel. Aber besser als nichts. Die Pistole mit den Punkten sieht ganz schön doof aus. So, wir warten aber jetzt noch mit dem Meditationsgerät und gucken jetzt erstmal, ob wir den nicht direkt gekillt kriegen. Denn je nachdem, wo der sich hinportet, kann es sein, dass wenn wir jetzt das Imitationsgerät dahin werfen, wo der Kodex das Ding jetzt sieht, es überhaupt keinen Sinn ergibt mehr an der Stelle. 100%.
So, schön für 13 gekrittet. Jetzt kann er sich wieder ein bisschen verpissen. Vergiftet ist er auch noch. So, jetzt portet er uns hier wieder direkt vors Gesicht. Frechdachs kann sich hier in volle Deckung zurückziehen. So, Titan. 100%. 100% sieht gut aus. Und jetzt haben wir den Avatar zersägt. Ja, nous sommes contents. Ziemlich. 68%. Zweimal 53% ist theoretisch besser. Das war nix. So, der zweite hat getroffen. So muss das sein. Damit haben wir in unserer ersten Runde ganz gut Damage abgewehrt und uns das Imitationsgerät tatsächlich auch gespart. Hören da eine weitere Putt. So, was wir jetzt nicht mehr haben, ist ein Ranger, der sich wieder tarnen kann. Das heißt, von unseren potenziellen Gegnern haben wir erst zwei erlegt und müssen dann natürlich ab jetzt vorsichtig vorgehen. I'm trusting you here. So, Anna wird dann mal wieder scouten gehen. Ein bisschen back to the roots. Aber weiter voran trauen wir uns denn jetzt doch nicht. Titan kommt mal hier rüber, dass wir nur eine Seite der Map erkunden und nicht wieder aus Versehen überall alles pullen. Hier ist groß genug das ganze Gebiet. Dann gehen wir in Feuerschutz. Tutep geht in Distanzschutz. Acid geht in Feuerschutz. Wir haben wichtige Erfahrungen auch nochmal bestätigt, nämlich dass Schnellfeuer nicht mit dem Schaft zusammen funktioniert. Jetzt haben wir leider was entdeckt. Das war nicht so pfiffig. Aber okay, wir kriegen wenigstens noch einen Reflexschuss auf das Biest. Und mit Blitzgrün-Munition sind das immerhin schon mal 12 Schaden. Und er fliegt. Interessant. Und er landet etwas unsanft. So, ja, Feuerschutz. Das ist mir jetzt zu haarig an der Stelle. Klingt machbar. Dini geht mal nach da oben. Und da wir noch eine kleine Chance haben, das Ganze hier makellos zu überstehen, werfen wir dann halt hier auch mal das Imitationsgerät hin, in der Hoffnung, dass er da mit seinem Spielzeugschwert draufprügelt. Wir erinnern uns, 13 Gegner wurden angezeigt. 8 Punkte Schaden, sauberer Treffer von Jin. They got me flanked. Okay, Acid kommt hier mal ein bisschen näher ran. Prozent lassen wir uns mal nicht entgehen. Damit haben wir 4 Gegner. Also wir haben natürlich 5 getötet, aber nur 4, die eigentlich schon auf dem Trapez standen. So, jetzt müssen wir wieder ein bisschen vorsichtiger vor.
Gehen wir hier einfach mal hinter den nächsten fetten Kaktus. Entdecken die nächste Gruppe. Wenig anders zu erwarten. So, die haben sich sehr weit aufgefächert. 53, das ist alles nicht so der Rede wert. Hoppeln wir mit Jin mal darüber. Und würden jetzt da mal... Ist der hintere da noch mit drin? Ich glaube nicht. Für einen lohnt das nicht. Den haben wir flankiert. 58%. Haben wir kostenloses Nachladen? Ne, haben wir nicht. Dann probieren wir es einfach mal. Ist eine Chance. Wir haben ihn nur gestreift für 7, aber das sollte reichen. Keine Wirkung. Das war's. Keine Munition. Stecher Bonusaktion. Das wäre dann wohl ein Nachladen an der Stelle. Nachgeladen. Ja. Das klingt nach einer Abschusszone. Die kriegen wir nämlich genauso gelegt, dass wir wirklich alles drin haben. Titan. Geht da mal ein bisschen höher. Und würde jetzt mal gucken, wie weit... Ne, damit kommen wir nicht weit. Damit kommen wir ein bisschen weiter, aber auch nicht weit genug. Also nehmen wir direkt mal den Plasma-Bomben-Joker. Mit dem wir da eigentlich theoretisch alles erwischen sollten. Auf jeden Fall so viel Deckung kaputt machen, dass die Fraggles sich bewegen müssen. Einen haben wir getötet, einem die Deckung genommen und den dritten zumindest mal ein wenig in Bedrängnis gebracht. So, Lufti. Wo geht denn Lufti hin? In der Theorie nach hier unten. Kein Problem, Boss. Kriegen wir da mehr als einen? Nö. Aber den müssten wir auf jeden Fall sicher haben. Schutt und Asche. Damit wäre der auch ganz sicher weg. Wir sind ja gerade im Gierlappen-Modus. Also nach Möglichkeit, ohne großartige Verluste hier durchzukommen. 70% für Frechdachs. Die aber nicht reichen. Heute nicht in Topform die gute. So, wird der sich verpissen? Ja, er rennt zur nächsten Gruppe. Gut zu wissen, dass da eine ist. Daneben. Damit haben wir gleich eine sehr starke Gruppe vor uns. Da müssen wir dann aufpassen. Aber wir haben ja noch unsere Imitationsgeräte, wir haben noch unsere Stasis. Das heißt, wir sind noch relativ safe. Nichtsdestotrotz gehen wir hier natürlich jetzt ein bisschen vorsichtig vorwärts. Hier ist eine volle Deckung, das ist das weiteste, wie wir uns vortrauen. Da haben wir jetzt noch nichts gesehen und gehen deshalb in Feuerschutz. Hier gehen wir in Distanzschutz. Acid geht in Feuerschutz. Titan wagt sich ein bisschen nach vorne. So, Jin rückt auch ein Stückchen nach. Bitte Feuerschutz. Und Lufti nimmt sich die volle Deckung, die da hinten aufblitzt.
Wie gesagt, allzu sehr beeilen müssen wir uns nicht. Denn wir kriegen ja auch die Cooldowns alle wieder. So, jetzt haben wir wieder alle frei. Jetzt kann Acid ein bisschen rabiater scouten. Aber wir sehen, dass wir noch immer nichts sehen. Würden dann jetzt mit GG auch noch ein paar Fältchen nach vorne tasten. Sehen auch hier nichts. Und ja, Frechtax traut sich bis darüber. So, da haben wir jetzt die mächtige... Wow, was ist denn das für eine Gruppe? Eine drei Archons und ein Torwächter. Das macht so keinen Spaß. Holla, die Waldfee. Wenn die jetzt alle noch von dem anderen Fraggle da... Dingsbums kriegen... Also mit Dingsbums meine ich ein Schild. So, da kommen wir immerhin schon mal an zwei mit ran. Ich glaube, das nehmen wir auch. Viel mehr Schaden kann Titan hier, glaube ich, nicht anrichten. Und die zwei Rüstungspunkte auf den Torwächter sind schon... Richtig. Kampfrausch. So, 74, 13 bis 15, das heißt, er zählt als Mech. Probieren wir aus, ob das klappt. 10 Punkte Schaden, das hat funktioniert. So, Acid wirft jetzt auf jeden Fall mal das Imitationsgerät hin. Ich muss es relativ nah ranwerfen, denn ich versuche natürlich die Jungs zu Nahkampfangriffen zu verlocken. Trefferchancen sind alle nicht sonderlich gut. Das heißt, da wird Anna wahrscheinlich besser eine Feuerbereitschaft auf andere geben. So, die Frage, die sich jetzt hier stellt, ist, wie ist der Kegel? Der wäre wahrscheinlich perfekt von hinter dem Kaktus da. Deswegen machen wir Sturm und Schuss mit Jin. Schon unterwegs. Rennen hinter den Kaktus. Bin unterwegs. Und hoffen jetzt einen nicht nur guten, sondern grandiosen Schreddersturm wirken zu können. Und ich hab's verkackt. Der ist beschissener als der alte. Aber egal, wir treffen wenigstens alle drei Archons. Das ist ja schon mal besser als nichts. Zeit zum Schreddern. 29 Punkte Schaden, das macht man auch nicht alle Tage. Es könnte eventuell reichen, dass auf jeden Fall... ein Archon explodiert. Menace 1-5, achten Sie auf die Vorratskisten. Wenn sie zerstört werden, können wir später nichts mehr im Gebiet bergen. Ja gut. Wo gehobelt wird und so. So. Basteln wir da ein Seelenfeuer drauf oder nehmen wir eine Stase? Das ist eine gute Frage. Lassen wir erst die anderen noch fertig spielen. Oh, wir haben nur noch die beiden. Wir haben gar kein Imitationsgerät geworfen. Das ist natürlich krass. Dann wird, denke ich, die Stase definitiv gewinnen hier, diesen Kampf. Damit schützen wir den Torwächter zwar auch vor der Annäherungsmine, die sonst voll getroffen hätte. Archon, Archon, Torwächter. Eine Rüstung des Geistes. Aber... der ist mir einfach zu mächtig mit seiner Psi-Attacke. Die drei Archons sind schon unangenehm genug. Und ich habe natürlich hier verkackt. Da steht ja doch ein Imitationsgerät. So, Hilfsprotokoll geht auf.
Auf wen geht's? Auf Acid, würde ich sagen. Denn zum einen ist er dann dadurch quasi in voller Deckung, zum anderen kriegt er den Reflexschuss und ist relativ nah dran. Jetzt nur die Frage, wer zuerst dran ist. Er ist zuerst dran, er wird wahrscheinlich ein Schild geben. Ne, er schießt auf das Meditationsgerät, das ist gut. Er wird explodieren hier, wenn er sich bewegt. Er wahrscheinlich nicht. Okay, er ist ausgeschaltet. Und er wird eventuell vom Reflexschuss getötet. Nicht getroffen. 3 Punkte Schaden gemacht. Hat nicht ganz gereicht. Das heißt, der dritte Archon kann uns jetzt noch Schaden machen. Aber das hätte definitiv schlimmer kommen können. Er schnappt sich Anna. Hat sie auch getroffen. Aber gut, das Ganze sieht noch überschaubar aus für uns an der Stelle. So eine Serie ist die Frage, ob wir hier sichere Kills dabei haben. Ich glaube, das haben wir. Deswegen klicken wir die Serie jetzt mal an. 100%, 92%. 74%. Oh, fuck. Warum können wir den nicht, den einzigen, den wir ganz sicher killen, können wir nicht sehen. Ist natürlich doof, aber die 92% Chance nehmen wir mit. So, den haben wir zersägt. Den zweiten Schuss müssten wir dann theoretisch auch für den da übrig lassen. Machen wir es am geschicktesten. Geben wir noch eine dritte Granate oder gehen wir einfach näher ran, um besser treffen zu können? 88%. Wir haben den überhaupt nicht in Sicht mit Titan. Wir gehen auf jeden Fall mal näher ran. 196 und 69. Wir müssen den riskanten Schuss probieren. Denn wir müssen die Rüstung runterkriegen. 3 Rüstungen haben wir zerschreddert. Die überbliebenen 2 Rüstungen mindern unseren Schaden jetzt natürlich noch maßgeblich. Aber ich glaube, wir brauchen an der Stelle jetzt unser letztes Imitationsgerät. So gerne wir auch mit 2-Tap hier jetzt noch Damage machen würden. Und die Serie vervollkommnen. Werfen das Ding hier mal so ein bisschen offen hin. Wir müssen jetzt nur gucken, dass wir noch ein bisschen was wegholzen. So, Acid wird versuchen, Anna den Typ da vom Hals zu bringen. 85%. Damit ist Anna den schon mal los. Check it, before you get too close. Weapons empty. Can't engage. So, Anna wird sich erstmal anheilen, damit sie hier nicht Risiko läuft, umgebolzt zu werden. Und dann versucht sie da noch zu treffen. Trifft aber nicht. Ist echt nicht Annas Mission. Weder gehackt noch irgendwas getroffen bisher. 83 oder 46. 46 ist wirklich, wirklich armselig. Lufti. Lufti geht einen Tick näher dran. 88%. Nehmen wir hier lieber die 100%, da ein bisschen Schaden drauf zu machen.
8 Punkte. Sauberes Ding. So, und damit ist GG jetzt der Letzte und hat die Möglichkeit, den hier mit dem Schaft einfach umzuboxen. Wir würden allerdings an der Stelle uns noch ein Stückchen fortbewegen wollen. Positiv. Damit wir nächste Runde zumindest die Möglichkeit haben, unser Loot hier einzusammeln. Wobei 63%, das wären zwei Schüsse, 48. Ne, wir nehmen den sicheren Kill und hoffen auf unser Interaktionsgerät. Gestreift für 4, reicht aber vollkommen. Genau nach Plan. So, der Torwächter nähert sich. Auf die Seiten achten. Und knattert 11 Punkte auf unser Mutationsgerät. Steht jetzt allerdings so ein bisschen wie der Zirkusclown in der Mitte der Manege. Und wir dürfen drauf brutzeln, weil es Spaß macht. Wir geben Anna nochmal die Chance. Und wieder daneben. Eine Bonusaktion, kostenloses Nachladen. Und komm, 59%. Wir vertrauen dir, Anna. 5 Punkte Schaden. Das war minimalistisch. Und wir haben ihn immer noch nicht kaputt. Dann müssen die anderen wohl ran. Acid wird auch einmal nachladen, kostenlos. Und dann dem Ganzen ein Ende bereiten. Daneben. Ein Punkt Schaden. Das Vieh ist ja mal anstrengender als gedacht. 56%. Probier's. Okay. Doch noch irgendwie kaputt gekriegt. So, dann laufen wir ein bisschen und laden jetzt an der Stelle mal nach. Mit einem Schuss im Magazin fühlt man sich nicht so super, würde ich mal behaupten. So, Titan lädt nach. Strom hat auch mal ein bisschen nach vorne. Und geht dann in Feuerschutz. So, GG rennt ein bisschen nach vorne. Und geht in Feuerschutz. Nächste Runde würden wir uns dann das Ding da holen. Und Lufti rückt entsprechend ein bisschen nach und geht auch in Feuerschutz, nur um das Ganze ein bisschen abzusichern. Jetzt müssen wir kurz nachrechnen. Wir hatten da ist eine weitere Gruppe. Jim trifft nicht. Noch ein Archon, ein Andromedon und noch irgendwas Humanoides. Wir kommen also aus dem Stress in dieser Mission nicht raus. Nicht die besten Trefferchancen. Generell alles gerade nicht so prall. Ich würde sagen, wir müssen mit GG anfangen. Wir müssen ihn tatsächlich hier in die Höhle des Löwen bewegen. Nicht, weil ich Loot geil wäre, sondern weil es einfach auch Sinn ergibt. 2 PKS ist natürlich super. Und da haben wir noch so einen blöden Turm entdeckt. Sturm und Schuss haben wir leider nicht mehr. Und wir sind flankiert. So, 71%.
Wir probieren ein Schnellfeuer. 2x56. Das könnte durchaus klappen. Und wenn nicht, dann haben wir ein kleineres Problem. Das war nix. Und das war auch nix. Jetzt haben wir auch noch das Problem, dass wir keine Munition mehr haben. Also selbst wenn Anna ihr Hilfsprotokoll da losschickt, bringt uns das wenig. Den probieren wir direkt mal mundtot zu machen, den Kollegen Turm, der uns seinen Rücken fallen will. Wir treffen aber nicht. Wow. Das nenne ich mal übel. So, Lufti hat die Stasis wieder bereit. Wir wollen aber jetzt erstmal zu Titan. Gucken, wie weit die Annäherungsmine geht. Wir müssen also auf jeden Fall querfeld einlaufen. Das gefällt mir auch überhaupt nicht. Uns da mitten auf die Pläne zu stellen. Uns reicht immer noch nicht. Das ist tragisch. Joa. Blöde. Stehen wir hier mitten auf der Fläche im Feuerschutz rum. Da ist auch weit und breit nichts zu wollen. Frechdachs kann hier zwar nachrücken. Aber hat von hier auch keine Sicht auf nichts. Und muss das Hilfsprotokoll dann auf GG geben, ohne dass er die Gefahreneinschätzung erhält. Aber Hauptsache, er hat ein bisschen mehr Deckung. So, von da aus sehen wir nichts. Von da aus sehen wir nichts. Von da aus sehen wir auch nichts. Von da aus sehen wir beides. Von da aus nur den Archon. Und von hier aus, ja, kacke. Wir können es auch nur mitten auf die Pläne stellen und uns selber flankieren, wenn wir den Andromedon raushaben wollen. Machen wir aber nicht. Wir gehen wenigstens in halbe Deckung. Nehmen dann halt nur den Archon raus. Aber besser einen raus als keinen raus. Starker Schutz. Und Acid muss rennen. Kurz gucken, sieht er von da überhaupt irgendwas? Würde er sehen, aber nur den in Stase. Double time. Also rennt er jetzt einfach nur, um nächste Runde mit Sturm und Schuss eventuell Zünglein an der Waage spielen zu können. Okay, er schießt. Das ist schlecht. Trifft auch noch, volle Lotte. Gegen 50. So, wenigstens der Turm verfehlt. Schwerer Beschuss in dieser Zone. Und geht in Feuerschutz noch zusätzlich. Das heißt, da sollten wir jetzt tunlichst treffen. Oder ihn mit jemand anderem auslösen zumindest. So, 82%. Kritisch für 14 Feuerschutz entfernt. Wie viel Leben hat das Ding noch? Es ist kaputt. Das ist gut. Dann können wir mit Venom hier einmal näher ran. I'm you here. 59 und 24, das ist armselig wenig. So, das ist eine volle Deckung hinter einem LKW, wo auch noch Loot von uns sitzt. Das ist ja auch gänzlich unschön. Anna wird eh erstmal heilen müssen.
So, Titan hat hier auch keine großartige Option. Kann hier in die halbe Deckung, ein paar Schritte hier nach vorne, was dann jetzt hoffentlich endlich reicht, um die Annäherungsmine so zu platzieren, dass beide erwischt werden. So, und die Frage ist jetzt, ob wir mit Acid noch näher rangehen oder ob wir jetzt einfach sagen, 59%, das ist es. 5 Punkte für gestreift. Deutlich schlechter als ein voller Treffer, aber immerhin etwas. Er ist vergiftet, das verringert seine Zielgenauigkeit. Frechtax wird in Feuerschutz gehen. Hier müssen wir einmal nachladen, da bleibt uns gar nichts anderes übrig. Und dann haben wir natürlich jetzt die Option, hier mit einem Schnellfeuer ihn rauszunehmen, wenn zwei Treffer auf 71 funktionieren. Das geht schon mal wieder gar nicht. 4 Punkte gestreift. Also unsere Treffsicherheit in dieser Mission ist unterirdisch. Selbst unsere sicheren Crit-Kandidaten verkacken hier am laufenden Band. Hier haben wir zwar eine volle Deckung, aber wenn wir uns da hinstellen, riskieren wir definitiv, dass der blöde Andromedon da seine Giftgranate reinrockt. 72% der Wahnsinn. Das macht ein bisschen Schaden und eventuell nimmt es den aus dem Spiel für ein bisschen. Probieren wir einfach mal aus. Hab ich nicht gesehen. 4 Schaden und Panik, das heißt, er verpieselt sich jetzt erstmal. Und löst dadurch die Granate aus, das ist ja nicht schlecht. Vergiftet ist er auch noch, das heißt, er wird auf jeden Fall jetzt gleich krepieren. Schießt auf seinen eigenen, wo er leider nicht trifft. Naja gut. So, er stirbt jetzt auch in seiner Vergiftung, das ist ein Kill, der Venom gut geschrieben wird. Und dann müssen wir jetzt noch schauen, wo er sich hinrettet und was er für miese Sachen mit uns vorhat. Er wirft seine Grützegranate, wie erwartet, auf Lufti und Titan. Zerschreddert und Schaden und Säurebrand. Gut, wir haben noch die Genesung bei Anna. Aber so langsam wird uns der Knirsch unangenehm. Das sieht hässlich aus, da gebe ich dir ausnahmsweise vollkommen recht. So, Two-Tap, 43%. Das ist natürlich wenig. Was haben wir denn hier? Ist Säurebrand auch benebelnd? Müsste eigentlich hier angezeigt werden. Steht da nicht. 10 von 15 Gesundheit, 91 Zielsicherheit. Wir rennen erstmal hier rüber. Um nicht mehr in der Grütze drin zu stehen. 66%, aber ich glaube, wir nehmen jetzt hier zu 100% den Sprengschuss und entledigen ihn seiner Deckung, damit die anderen etwas leichteres Spiel mit ihm haben. Jetzt steht er da ein bisschen nackig. Two-Tap hat jetzt eine bessere Chance, aber wir warten erstmal, bis er stirbt. So, Venom hat volles Leben und wird sich jetzt, glaube ich, für die Gruppe opfern müssen. Oder probieren wir es einfach so? Schnellfeuer. 67%, 2 Versuche. Komm, GG, du hast ein bisschen was gut zu machen. Im ersten schon gekrittet. So wird's gemacht. Ja, so wird's gemacht.
Im Gegensatz zu den beiden Versuchen von eben wird es so jetzt wirklich mal gemacht. Leider haben wir jetzt einen Schuss verbraten, aber das ist nicht schlimm. Denn die Munition dafür haben wir jetzt noch im Holster. 98%, das sieht jetzt nach einem Schuss aus, den Two-Tap gerne machen wird. 13 Punkte schon mal weggeknabbert von dem Rüstungsanzug Dingsbums da. Heckverteidigung ist verringert. Acid sollte den hier wohl treffen. So, damit haben wir den Anzug auch rausgepumpt. Manus 1-5, Status bestätigt. Alle Feinde erledigt und Gebiet gesichert. Manus 1-5, Status bestätigt. Mission 4 Verwundete, erfüllt. Das war das, was ich euch eingangs erzählen wollte. Hätten wir die Beutemission vorher gemacht, mit noch 5 Verletzten, dann hätten wir jetzt 9 Verletzte und hätten wahrscheinlich gerade mal noch 6 Leute für unsere nächste Mission. Ein Vergeltungsschlag, der sehr bald folgen wird. Wir klicken auf Weiter und gucken uns mal die Auswertung an und machen eventuell das Fenster zu, denn draußen mäht jemand den Rasen und ich weiß nicht, ob man das bis zu euch hinhört. Theoretisch sollte der Mikrofilter das rausixen, aber wichtige Körperteile würde ich darauf nicht verwetten. So, Umgebungsgeräusche minimiert. So, ab mit euch in das Rettungsshuttle. Computer extremst beschäftigt. Ah, okay, da haben wir's. So, Jin hat den meisten Schaden gemacht. Acid hat die meisten Angriffe ausgeführt und ist am weitesten gelaufen. Und Jin hat das meiste kassiert. Ja gut, er hat einiges abbekommen. Hoffen wir mal, dass uns das nicht allzu weit zurückwirft. Aber wie gesagt, unser Team ist ja mittlerweile schon recht gut. Venom hat sich auch einen Aufstieg erballert. Wow, Standbildparade hier. 2 Frames per Second. Hippie. Was auch immer da alles Wichtiges berechnet wird. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass jeder Patch das Spiel langsamer macht. So, und so langsam hätten wir gern Commander-Knopf hier in der Mitte, dass wir da rauskommen. Nochmal ein schönes Standbild. Das ist ein gutes Zeichen. Not. Aber jetzt sollte jeden Moment hier der Ladevorgang fertig sein. Zeit für eine schnellere Recording-Platte, glaube ich. Das ist aktuell noch so ein altes 500 GB Hündchen. Aber ich halte nicht viel davon, auf eine SSD zu recorden, weil die sind für ihren Preis dann immer sehr, sehr mickrig.
So, da sind wir raus und landen jetzt hoffentlich auf der Avenger. Hier sind ein paar Sternchen. So, Landeanflug in der Dämmerung, beziehungsweise in der Nacht. Bei bewölktem Vollmond. So, leicht verwundet, verwundet, verwundet und verwundet. Das ist uncool. 10, 11 und 12 Tage. Und das, obwohl nur so wenig Leben fehlt. Aber gut. Besser als 20 Tage oder was auch immer. Dini ist nur 3 Tage verwundet, das ist gut. Und er wird jetzt befördert und hat jetzt die Möglichkeit auf unantastbar oder die sichere Deckung. Ja, ich muss sagen, unantastbar gefällt mir einfach deutlich besser. Setzt zwar voraus, dass man mit ihnen auch Kills macht, aber da sind sie ja normalerweise recht gut bei. So, GG auf 90 Kills hoch. Acid auf 46. Anna auf 86. Titan hat auch wieder einiges abgeräumt. Two-Tap hat nochmal 3 draufgelegt und ja, Lufti bewegt sich auch langsam in die richtige Richtung. Commander, auch wenn ich fest davon überzeugt bin, dass das geborgene Exemplar kritisch für die Bemühungen der Aliens ist, verfügen wir derzeit nicht über die Möglichkeiten für eine gründliche Untersuchung. So, hier haben wir auf jeden Fall einiges erobert an sinnvollen Sachen. 2 PKS sind auch extrem gut. Konditionierung ist zwar nicht mein Liebling, aber da können wir sicherlich einiges mitmachen. Gerade für unsere Tankklassen vielleicht. So, 14 Tage noch bis zum Energierelais. Wir haben einen freien Ingenieur, den setzen wir da jetzt auch einfach mal rein. Wir haben ja ansonsten keine sinnvoll zu belegenden freien Plätze. Hier können wir noch Gremlins nutzen, die wir irgendwann mal durch unseren zweiten Ingenieur da reingeballert haben. Und jetzt haben wir sogar 2 arbeitslose Ingenieure, die wir nirgends reinstecken können. Tja, ist halt so. Können wir hier natürlich aus Langeweile anfangen, ein Kommunikationszentrum zu bauen? Nee, können wir nicht. Wir haben nicht genug Energie. Müssen wir kurz warten, bis entsprechend hier drüben das Energierelais fertig ist. Ja, nichtsdestotrotz sehr, sehr nice. Mission abgeschlossen. Jeden Moment wird ein Vergeltungsschlag kommen. Und wir versuchen jetzt noch, nicht jetzt, hier die 3 Tage irgendwie zu überbrücken. Avenger berechnet neuen Kurs. Und wir haben den Stasis-Anzug. Genau wie der, in dem wir den Commander gefunden haben. Oberflächlich ja. Von der Funktion? Ah, Commander. Sehr gut. Fangen wir an. Wir wissen, dass Advent-Soldaten die genetischen Eigenschaften von Menschen und Aliens aufweisen. Eine erste Untersuchung ließ mich vermuten, dass dies auf Modifikationen an Menschen zurückzuführen war. Gefangene oder vielleicht sogar unwissende Freiwillige. Besuchen Sie noch heute Ihren Advent-Rekrutierer. Aber die Realität sieht leider völlig anders aus. Die Advent-Soldaten aus der Einrichtung, einschließlich des Exemplars vor Ihnen, wurden produziert. Jeder Soldat verfügt über einen einzigartigen genetischen Code. Überwiegend menschlich, aber mit einigen offenen Fragmenten. Offen für was? Für jede beliebige DNA, die Advent einfügen möchte. Sektoid, Muton, selbst die Spezies, die unsere Soldaten Berserker nennen. In allen Fällen fungiert das menschliche Genmaterial als Bindeglied, das die Stränge zusammenhält. Menschliches Material. Wie das Zeug aus der Geheimeinrichtung. Genau.
Es ist die Schlüsselkomponente ihrer Soldatenproduktion. Also haben wir die ganze Zeit gegen uns selbst gekämpft. Sozusagen. Aber ich glaube, es steckt noch mehr dahinter. Die menschliche DNA in diesem Exemplar unterscheidet sich in einem Punkt von allen entschlüsselten Sequenzen aus der Schattenkammer. Psionische Empfänglichkeit. In Anbetracht der Masse der involvierten Stränge kann das kein Zufall sein. Der Untersuchungsvorgang in den Kliniken. Avatar. Die Macht eines nach dieser Vorlage erschaffenen Wesens ist unvorstellbar. Central, hätten wir es nicht vor Fertigstellung des Vorgangs abgefangen? Ich weiß, Doktor. Setzen Sie die Forschung fort. Melden Sie sich, wenn Sie etwas finden. Ja, die Aliens nutzen also unsere eigene DNA gegen uns, weil wir so flexibel sind, dass sie alle möglichen Stränge da einsetzen können. Neues Schattenprojekt ist noch ausgegraut, das heißt, wir müssen vorher alle anderen Missionsstränge zusammenfügen, bevor das klappt. Wir werden also jetzt hier ganz normal an unserer Berserker-Forschung weiterarbeiten. Die Ältesten waren schon immer schwer zu. Und hier natürlich in der Hoffnung noch schnell unsere Vorräte grapschen. Sehr schön. Ignorieren, wir wollen nicht ins Hauptquartier zurück. Wo wir allerdings nochmal gerne hinwollen würden, wäre, glaube ich, auf den Schwarzmarkt, um zu gucken, ob da noch ein paar PKS, also ne, Kampfsimulationen persönlicher Art und welcher, für uns rumliegen, die uns verstärken. Denn wir haben ja festgestellt, dass einige Jungs von uns immer noch ohne rumlaufen. So, erstmal gucken wir bei Kaufen. Überragendes Zielfernrohr ist kein Fehler. Überragende Magazinerweiterung ist nicht so wichtig. Mehrlader war, glaube ich, gut. 17 Info. Wir haben ja jetzt den Bonus, dass alles nur noch die Hälfte kostet. Leider kein PKS. Das ist doof. Ein Ranger Colonel, das ist auch doof. Das Zielfernrohr nehmen wir noch mit für 17. Jetzt haben wir zwar wieder wenig Info, aber wir haben noch zwei Datenpads zur Verschlüsselung. Und können hier auch noch ein bisschen Kohle rausholen. Sektoidenleichen, Sektopodenwracks, Krallengeschoss ist die Frage, ob wir jemals zwei Stück brauchen oder ob wir die jetzt hier weghauen. Was wir auf jeden Fall weghauen, sind unser normaler Stecher hier. Es hat jetzt nicht viel gebracht, aber mit 1400 Vorräten sind wir eh ganz gut bedient an der Stelle. Ja, was würden wir jetzt machen wollen? Wir haben hier drüben irgendwo noch was gehabt. Ein Funkrelais. Und niedrigere Kontaktkosten für unser nächstes... Berechnet neuen Kurs. Ja. Für unsere nächste Basis, die dann nach Südafrika wandern wird, damit wir da auch endlich weiterkommen. Aber wir erwarten jetzt den Vergeltungsschlag und da ist er auch. Damit würde ich mich dann für dieses Let's Play von euch verabschieden und hoffen, dass ihr natürlich auch beim nächsten Let's Play wieder dabei sein werdet, wenn wir versuchen, die Basis zu retten. Ich finde es gut, dass Sie neues Personal fürs Ingenieur. Bis dahin, ciao, ciao, alles Gute, euer Uruz.